Echt geil. Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Voll mit Plänen und Müll. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Thank you.
Geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hier bin ich. Entschuldigung. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel... Aha! Geh da... Wie und jetzt? Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Ein Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd. Hi Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst.
Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet! So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Das kann ich nicht machen. Wohin damit?
hin damit. Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Hoppla! Ist schon offen. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui!